5 Fragen zum Thema Satzung heute an Rechtsanwalt Jan Graubner vom Vereins- und Stiftungszentrum. Herzlich willkommen, Herr Graubner. Die erste Frage ist natürlich ganz klar, was ist eigentlich eine Satzung? Die Satzung ist die rechtliche Grundordnung des Vereins, also dessen Verfassung. In ihr werden die Leitprinzipien geregelt, sein Aufbau, die Organe und das Verhältnis zu seinen Mitgliedern. Mit der Beteiligung an der Gründung oder dem Eintritt in den Verein unterwirft sich das Mitglied dieser rechtlichen Grundordnung. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die so eine Satzung enthalten muss? Ja, das Gesetz regelt in § 57 und 58 BGB die Muss- und die Soll-Vorschriften, also die Vorschriften, die eine Satzung enthalten muss oder soll. Wobei man bei soll auch aufpassen muss, denn soll heißt nicht, dass das fakultativ ist, sondern wenn die Soll-Vorschriften fehlen, wird es auch keine Eintragung dieses Vereins ins Vereinsregister geben. Zwingend in der Satzung enthalten sein muss der Zweck des Vereins, der Name des Vereins, der Sitz des Vereines und dass der Verein in das Vereinsregister eingetragen werden soll. Wie gestaltet sich der Ein- und Austritt der Mitglieder? Ob und welche Beiträge zu entrichten sind? Wie setzt sich der Vorstand zusammen? Wie erfolgt die Einberufung zur Mitgliederversammlung? Und wie sind die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu beurkunden? Das sind die 8 wichtigen Punkte, die eine Satzung enthalten muss. Es gibt ja neben der Satzung noch Mitgliederordnungen oder Beitragsordnungen. Das klingt ein bisschen bürokratisch. Wie kann man sowas unkompliziert regeln? Ja, es gibt nicht nur Mitgliederordnungen oder Beitragsordnungen, sondern wir kennen auch Wahlordnungen, Geschäftsordnungen oder Spiel- und Wettkampfordnungen. Zusammengefasst spricht man hier von Vereinsordnungen. Ja, Vereinsordnungen sind sinnvoll, wenn man die Satzung nicht mit Detailregelungen aufblasen will, dann gliedert man bestimmte Regelungen aus der Satzung aus. Das hat den Vorteil, dass solche Mitgliederordnungen nicht mit einer satzungsändernden Mehrheit beschlossen oder geändert werden können und es hat auch den Vorteil, dass wenn Sie mal eine Änderung vornehmen, dass die Änderungen dann nicht beim Vereinsregister anzumelden sind, was ja wiederum Kosten spart. Es gibt allerdings bestimmte Regelungen, die Sie dabei beachten müssen. Also Sie können in diesen Vereinsordnungen keine Regelungen treffen, die normalerweise in die Satzung gehören. Also die Leitprinzipien, die Rechte der Mitglieder, die Organe, das bleibt der Satzung vorbehalten. Aber wenn es ins Detail geht, ja, wie hoch ist zum Beispiel der Mitgliedsbeitrag, darüber können Sie Vereinsordnungen beschließen. Okay. Das klingt praktikabel. Muss eine Satzung eigentlich von einem Rechtsanwalt oder von einem Notar überprüft werden? Ja, zwingend ist das nicht, aber es ist durchaus zu empfehlen. Ja. Wir sehen sehr oft, dass es in Satzungen widersprüchliche Regelungen gibt oder teilweise werden auch zwingend regelungsbedürftige Sachverhalte einfach in der Satzung vergessen. Und wenn der Verein dann einmal eingetragen ist, ja, die Satzung bekannt gegeben wurde, dann kostet es natürlich Aufwand und Geld, die Satzung wieder zu ändern. Deswegen empfehlen wir immer, bereits vor der Antragstellung zur Eintragung, dass die Satzung nochmal von einem Rechtsanwalt überprüft wird. Sinnvoll ist es durchaus auch, das Finanzamt mit einzubeziehen, denn die würden nochmal überprüfen, wenn der Verein die Gemeinnützigkeit anstrebt, ob die dann erforderlichen Satzungsbestimmungen in der Satzung enthalten sind. Okay. Jetzt ist so eine Satzung einmal fertig, gilt die dann ewig oder muss man die immer mal wieder überarbeiten? Eine Satzung kann ewig gelten, wenn sie nicht geändert werden muss. Also es gibt keine zwingende gesetzliche Regelung, wonach eine Satzung nach einer bestimmten Zeit abläuft. Ja. Aber wie schon gesagt, es macht durchaus Sinn, aufgrund von rechtlichen Entwicklungen oder aufgrund von Entwicklungen im Verein selber, die Satzung ab und an zu überprüfen, um festzustellen, ob die Satzung eben noch den rechtlichen Anforderungen oder den Anforderungen des Vereinslebens an sich entspricht. Ja, stellt man fest, dass es bestimmte Regelungen gibt, die nicht mehr der aktuellen Situation angemessen ist, dann sollte man die Satzung auch ändern. Ja, das waren 5 tolle Antworten. Vielen Dank, Herr Graubner, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.